Kieler, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Mass Effect 3. Zugriff aus dieser Station rausbringen. Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Dazu müssen wir erstmal den Laptop finden, der hier irgendwie rumstehen soll. Da hinten. Okay. Hier liegt noch was. Prioritätsziel, Studenten-ID 125D Prangley. Status Priorität Alpha, um jeden Preis lebend ergreifen. Subjekt verfügt über erstklassige biotische Fähigkeiten, gepaart mit hoher Punktzahl bei Tests der Führungsqualitäten. Gilt als perfekter Kandidat für Indoktrination und leistungsstarke Verbesserung für folgende Langzeitinfiltration. Okay, das ist wohl von Cerberus. Jetzt wissen wir auch, was wir mit den Leuten hier vorhaben. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Glaubst du wirklich, dass wir sie nicht schaffen? Aber natürlich. Sag doch nicht sowas. Tut mir leid. Können wir mit den Studenten eigentlich auch reden? Mit der hier. Ensign Rodriguez. Das ist echt krass. Ja, ich frage mich, warum sie das nie erwähnt hat. Unglaublich, dass sie und unsere Lehrerin zusammengearbeitet haben. Da sie jetzt beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Ich glaube, ich habe mir den Muskel im Gehirn gezerrt. Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Falls ihr euch fragt, was passiert denn eigentlich, wenn Jack im zweiten Teil gestorben ist, das werde ich euch später erklären. Denn dann würde ich jetzt hier vorgreifen. Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen. Okay, dann los. Sagt sie noch was? Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen. Bleiben Sie hier. Gut. Okay, hier ist die Tür jetzt offen, sodass wir sie aufdrücken können. Machen wir das? Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese Typen von dort! Gut, das nimmt die Studenten aus dem direkten Beschuss. Gutes Timing und in Deckung bleiben! Okay, ich hab euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt drauf geht. Kopf runter, Ziele auswählen! Studenten der Grissom Akademie, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Jawohl, Ma'am. Los geht's. Ja, wie gesagt, es, Hallo? Okay. Oh. Das gibt Ärger hier. Oh, und natürlich gleich wieder diesen Mist hier gestartet. Was ist doch wohl jetzt nicht wahr? Bereit zum Einsatz? Oh, weg. Diese Stelle ist recht hässlich, weil hier enorm vieles Cerberus? Ja. Cerberus-Soldaten kommen und zwar auch ziemlich fetten Widerstand leisten. Was ist mit meinen beiden anderen Gefährten da unten? Machen die irgendwas? Wo sind die denn? Ich weiß gar nicht wieder, wo die sind. Ach, da ist zumindest mal Edi. Und Garrus jetzt da oben zerfetzt. Was auch immer er da oben getan hat.
Was macht der denn da oben? Ach, da kommen auch Cerberus her. Okay, okay, okay. Nein, du nicht, mein Freund. Oh nein, oh nein, oh nein, jetzt weiß ich, was ihn zerfetzt hat. Der scheiß Techniker. Ja, okay. Also wie gesagt, die Stelle hier ist ultra hässlich. Weil die wirklich von allen Seiten kommen und ziemlich miese und fiese Tricks drauf haben. Am gefährlichsten sind diese fiesen Techniker da unten. Die bauen nämlich solche Geschütze auf, die ziemlich uncool sind. Und die richtig Schaden machen. Und ich weiß jetzt wieder nicht, wo meine anderen beiden Typis sind. Aber ich rufe sie mal lieber her. Ich weiß nicht, ob ich den treffe durch den Nebel. Da oben kommen die nächsten. Ja, ist schon wieder einer tot. Ich bin zu weit entfernt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier, sonst ist man schnell hin. Girls ist tot. Ich hole ihn mal wieder. Ich habe nämlich keine große Lust, das hier alleine zu machen. Da oben. Das ist zu weit, das ist die scheiß Singularität. Die sind zu weit weg da oben. Aber sie haben schon ihr erstes Geschütz aufgebaut. Da war ich also zu langsam. Okay. Hört das auch mal auf hier? Das bringt mir ja eigentlich nichts hier. Doch, hier kann ich hin, okay. Ich muss da näher hin. Keinen Sinn. Schon wieder einer tot. Oh, der erwischt mich doch nicht hier. Doch, tatsächlich. Ist es. Oh nein, jetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. Diese Geschütze, ey. Die sind echt mal richtig gemein. Wo ist denn Edie? Wie ist hier niemand? Sind die beide tot? Ne, Edie ist tot. Oha, 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 oha. Ach, na toll. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit... Lese was? Ich habe keine Granaten mehr. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit, Ich muss erstmal dieses Geschütz hier wegkriegen. Ich glaube, dieser eine Techniker. Jetzt ist er tot, okay. Jetzt kann ich auch Edie nochmal wiederholen. Komm, komm, Edie. Okay, wie sieht's hier aus? Garrus ist, glaube ich, da hinten und beschäftigt die. Ja. Also, ich sag ja. Es ist mehr als heftig hier. Oha, der lebt auch noch. Ich weiß auch nicht, wann wir nicht gekommen wären. Entweder, also mit Jack als Lehrerin hätten die sich Cerberus mit Sicherheit nicht ergeben. Aber das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass sie alle tot gewesen wären. Okay, der ist hin. Der Seitengang ist, glaube ich... Ah, nee, dieser Seitengang ist, glaube ich, gemeint. So, ich speichere mal. Es geht nicht. Okay. Dann bloß nicht sterben. Prioritätsziel Prangley und Rodriguez. Andere Subjekte sollten lebend ergriffen werden, falls möglich. Falls nicht, Leichen für Gentests zurückbringen. Zusatz zu ursprünglichem Auftrag. Subject Zero soll für Tests und mögliche Konditionierung ergriffen werden. Aktuelles Psychoprofil schlägt Geiselnahme der Studenten als erfolgsversprechendste Strategie vor. Captain,
Ja, Cerberus ist so richtig zum Arschloch geworden, muss ich sagen. Also, mehr als vorher. Oh nein. Du lässt das sein da hinten. Wie, die gehen mir bloß aus dem Weg. Shepard. So richtig fiese Angriffsmöglichkeiten hier von allen Seiten. Da ist noch einer. Wenigstens haben wir da oben die Unterstützung der Studenten, die da hier mit Warp und was weiß ich auf die feuern. Das darf ja wohl nicht wahr sein hier. Ja. Okay, schön. Kommt schon der nächste wieder. So. Geld hat's gekostet. Wahrscheinlich ist da oben doch irgendwo ein. Ja, aua. Ach, geh doch einfach in Deckung. Nee, da ist aber kein. Wie heißt's denn? Geschütz. Okay, okay. Wo ist denn hier einer? Wo wird da noch geschossen? Das kann ich hier. In dem Laptop kann ich nichts machen, okay. Ach da. Okay, ich hab doch gewusst, dass da irgendwo ein Geschütz ist. Ein Geschütz, besser gesagt. Ich kann das nicht sehen. Puh, okay. Weiter hoch. Jetzt haben wir es aber gleich geschafft. Da ist noch eins. Okay, die Biotech zerfetzt das aber mit einem Mal, wenn man das Biotech-Schild unten hat. Wo müssen wir denn hin? Da unten. Okay. Na, hier kriegen wir wieder Munition. Wer hat das gesagt? Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Arktis. Was hat der denn da so? Sieht, dass sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Es ist eine Feuer! Ich mag das. Oh, hier gibt's irgendwas. Credits. Ach ne, der lebt ja noch. Aber er fliegt noch da rum. Okay. Ich kenne sie nicht. Bleiben Sie zurück! Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang stand. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac, wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotik-Studenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Jo. Die hätten wir auch gerettet. Und jetzt, wo gehen wir eigentlich hin? Ach, zur Shuttlebucht, ja. Wir wollen ja jetzt von der Station runter. Sehen aus wie Pläne für Verstärkerinterfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. Ja, das wird wieder für irgend so eine kleine Nebenquest gewesen sein, was wir da gefunden haben. Irgendwo in der Citadel wahrscheinlich ist jemand, der das braucht. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn jemand von euch da was macht. Genau.
Na? Ja, wir können jetzt hier in diesem Atlas uns durchkämpfen. Ich glaube, wir müssen nicht, aber es macht es natürlich etwas einfacher. Weil hier ist auch einiges an Widerstand jetzt, weil wir hier in der Shuttlebucht sind. Und Cerberus natürlich auf keinen Fall will, dass wir mit den Studenten abhauen. Denn die wollen ja die Studenten hier haben. Nahkampf? So. Es ist so ein bisschen sperrig. Ja, Jack hält sozusagen ein Schild offen, damit die Studenten geschützt sind. Während die Studenten weiter hier fröhlich feuern, Gott sei Dank. Also wir haben so eine kleine Pistole hier. Dann haben wir mit der rechten Maustaste irgendwas Dickeres. Das kann aber natürlich nicht so oft schießen. Und Nahkampf können wir irgendwie auch noch machen. Aber wir gucken mal, dass wir die Leute nicht zu nah an uns ranlassen. Ach, wo sind die denn? Die schießen hier irgendwie... Achso, okay. Und wieder ihren blöden Nebel gemacht. Ist doch nicht zu fassen, diese blöden Sub... Ach, das ist Garrus. Er hat gesessen. Kommen da noch mehr raus? Nö. Garrus hat es aber schon wieder zerlegt, aber ich denke mal, mit dem Atlas schaffen wir das auch ganz gut alleine. Wo denn oben? Was ist denn oben? Ich weiß nicht, was oben ist. Beide sind tot. Nee, sah nur so aus. So. Ach, es ist irgendwie so ein bisschen fummelig mit diesem Atlas. Da sind sie. Kommt halt mal hoch hier. Komm. Bleiben mal schön in Deckung. Achso, ich muss ja gar nicht nachladen. Ach. Ja, jetzt machen wir das andere Ding hier einfach auch kaputt. Dann kommt er nämlich, kriegt er nämlich einen fetten Stromschlag. Und so einen Angstnebel hat er jetzt auch wieder gemacht. Ist ja unglaublich. Komm, wir laufen mal hin, vielleicht sehen wir ihn dann irgendwann. Wo hänge ich denn jetzt? Irgendwie hänge ich hier fest. Ach, wie kriegen wir denn jetzt den da raus? Ach, jetzt steht er auf. Komm, 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 komm. Also. War es das? Ich hänge hier irgendwo fest. Ich weiß nicht wo. Ach, da hinten sind auch noch. Ja, mach mal hin, Lara. Ich habe jetzt hier langsam... keine Lust mehr. Die macht, glaube ich, wirklich gar nichts mehr. Doch, Garrus lebt auch wieder. Ach, dass man hier da rumgelaufen ist. Ah, jetzt laufen die Studenten zum Shuttle. Aua, was war denn das? Ach, da hinten kommt jetzt noch ein anderer Atlas. Gut, komm nur her, mein Freund. Ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Oh, oh. Aua. Ach so, ja, wir haben tatsächlich eine Anzeige. Ah ja, okay, jetzt können wir hier aussteigen. Und zu den Shuttles. Beeilung, Commander. Die Normandie hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Sie braucht Feuerschutz! Sie braucht mehr als das.
Joker, wir sind in einem Cerberus-Shuttle. Nicht schießen. Ich hab sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne Sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben Sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte Sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind Sie doch schon bereit. Ja, Jack möchte ja nicht, dass Sie in vorderster Front kämpfen, also sagen wir, Sie sollen nur als Unterstützer wirken. Sie sind absolut bereit, aber die Allianz braucht Sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn? Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich! Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Ja, also, falls es euch interessiert, was passiert wäre, wenn Jack im zweiten Teil gestorben wäre, dann wären die Studenten alleine, wir hätten sie sozusagen ohne Lehrkraft vorgefunden, sie hätten sich da alleine durchgekämpft. Und das Ende, nachdem Rodriguez es nicht ganz zum Shuttle schafft, stürzt sich, glaube ich, dieser andere Student, Prangley, auf die Cerberus-Soldaten und stirbt. Also es ist dann etwas dramatischer und wir bekommen jetzt nicht die volle Stärke an Studenten, wie wir sie jetzt hier gleich sehen werden. Hier, Kaylee Sanders haben wir natürlich, Jack haben wir natürlich, die wirkt alleine, bekommt alleine schon 25. Und, zwei Spezialteams und halt eben Kelly und ihre Studenten. Und das wäre dann ein bisschen weniger. Und ja, also es ist schon sehr wichtig, dass die Leute aus dem zweiten und ersten Teil alle überleben. Und ja, damit haben wir das Ganze gut gelöst. Und im nächsten Part schauen wir uns dann weiter in Mass Effect Universum um. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.